der Urbex-Tour. Wir sind nicht auf dem Mars, auch wenn Simon das immer behauptet. Du meinst, es sieht so futuristisch wie auf dem Mars aus. Ja, schon ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sind das mal andere Gewächshäuser als die, die wir gestern oder vorgestern hatten. Und die Akustik ist auch interessant. Das wirkt so ein bisschen wie so ein großer Fußball, oder? Ich bin gespannt, ob es mir gelingt, den Vlog heute ein bisschen kürzer zu halten. Wir sind einen Tag im Verzug mit dem Hochladen. Das liegt an dem tollen Internet hier im digitalen Entwicklungsland Deutschland. Unser Vermieter war so, was Netzwerksicherheit angeht, nicht so versiert. Was der nämlich gemacht hat, ist, er hat seinen Gästen gleich sein privates WLAN mit angeboten. Das Ganze über DLAN-Repeater, also nicht Repeater, das ist DLAN-Geräte, Powerline, über Stromnetz, über drei Zähler hinweg. Das heißt, wenn irgendjemand im Haus irgendein Gerät angeschaltet hat, ist uns mal der Internetzugang weggebrochen. Und das war praktisch immer. Und selbst wenn es geklappt hätte, hätte er nur so 1,5 Mbit Upstream-Rate gehabt. Das sind nicht so die guten Voraussetzungen. Und das WLAN-Passwort ist natürlich ein Wort aus dem Wörterbuch mit einer Jahreszahl hinten dran. Also ich habe ihm dringend empfohlen, dass er sich mal mit jemandem zusammensetzt, der was von Netzwerksicherheit versteht. Und dann muss er mal versuchen, Gäste-WLAN da einzurichten. Wir fahren gleich noch nach Belgien und ich bin mal sehr gespannt, welche digitalen Voraussetzungen wir dort vorfinden werden. Die Architektur ist schon interessant. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich muss sagen, das Pflaster passt von der Form her gut zu den Gebäuden. Der Tisch ist auch gut gewählt, der fügt sich hier gut ein. Architektonisch gesehen ist das schon eine coole Sache hier. Lohnt sich mal anzugucken. Ob das jetzt auch zweckmäßig ist, das Gebäude so zu bauen, das weiß ich nicht. Der wahrscheinlich interessanteste Bereich ist dieser Fußball hier. Hier ist die ganze Technik drin. Auch so ein Steuerpult. Schöne Grüße an Mr. Kit Carter. Ey, Rauchen ist dumm, Digga. Die Akustik ist auch interessant in so einem Raum. Dadurch, dass diese Glasflächen, die den Schall zurückwerfen, in verschiedenen Winkeln angeordnet sind, klingt es total ungewohnt und es dröhnt auch ziemlich. Also so komplett verwahrlost ist das hier aber gar nicht. Die Hecke wird ja auch von innen geschnitten, sonst wäre das alles schon längst zugewuchert. Hier zum Beispiel hat man dann auch mal notdürftig ein kaputtes Fenster wieder zugemacht. Das ist aber auch schon länger her. Ist das Kunst oder kann das weg? Das hier, das ist Kunst. Man muss halt den Fuß ein bisschen zusammenquetschen, so wie es halt in Schuhen immer ist, ne? Den Zeh nach innen, den kleinen Zeh irgendwie unter den vierten. Und so laufen die Leute immer rum und dann wundern sie sich, dass sie kaputte Füße haben. Ich könnte schon wieder abkotzen. Gültig bis 14:35 Uhr. Wie spät haben wir es? Wir haben es 14:05 Uhr, eine halbe Stunde. Das ist wieder typisch Deutschland. Man muss mit Münzen zahlen und der Automat wechselt nicht. Und nimmt sie nicht. Und er nimmt sie nicht. Ja, dann ist Störung bei Störung Parkscheibe auslegen. Ich habe nochmal 20 Cent. Das Schild ist auch schon gut. Ja, das ist schon etwas älter. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zur Besatzungszeit
also na, nach dem Weltkrieg hingestellt wurde, vielleicht. Na, wer kann das hier noch lesen? Auf jeden Fall ein bisschen irgendwas mit Genehmigung der Bundeswehr. Wahrscheinlich ohne Genehmigung der Bundeswehr ist dieses Wegestück für Fußgänger freigegeben oder sowas. Natürlich, auf jeden Fall. Deswegen gehen wir da jetzt natürlich auch lang. Ne? Kann aber auch sein, dass das Gegenteil von dem steht. Das erste Wort kann man nicht lesen. Kann auch heißen mit Genehmigung der Bundeswehr. Ja, heute bin ich zum Glück wieder mit annähernd normalem Tempo unterwegs. Zumindest auf ebenen Böden. Annähernd. Aber jetzt ist er gar nicht mehr ebener Boden. Jetzt ist er nicht mehr eben, nee. Ja, das sieht also, heute sieht es irgendwie schlimmer aus als am Anfang, aber dafür tut es nicht mehr so weh wie am Anfang. Ist auch schon mal gut. Bei roter Flagge Übungsbetrieb. Ich sehe keine Flagge. Oh, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Keine rote Flagge. Ja, eine rote Flagge befindet sich. Jetzt steht da hinten zwar ein Panzer rum, in der Ferne, aber ich denke nicht, dass das wirklich verlassen ist, sondern das ist ja ein Übungsgelände und die stehen hier dann als Übungsgegenstände, als Requisiten oder wie auch immer man das nennen will, herum. So Leute, jetzt seid ihr wahrscheinlich auf dem falschen Kanal hier bei mir, denn ich kann euch über solche Panzer überhaupt nichts erzählen. Ich habe da nämlich gar keine Ahnung von. Ich halte nämlich nichts von Krieg und sonstiger Gewalt gegen Menschen. Gut, ich meine, bei manchen Straftätern muss es mal sein. Die lernen es nicht anders, aber ansonsten halte ich davon gar nichts. Und demzufolge befasse ich mich auch nicht mit Panzern und kenne mich da gar nicht aus. Und trotzdem wird irgendwie immer mehr Geld für Militär ausgegeben, als mal was gegen Armut oder sowas zu tun. Oder ja. Ja, uns fehlen die Worte. Okay, fehlen uns die Worte. Deswegen Musik und ein paar Bilder. Barefoot-Elektor traut sich jetzt einmal hier rein. Oder traut sich nicht rein, er hat den Eingang gefunden, so gesagt. Ist das ein zum Klettern oder ist das ein Hebel? Das ist ein Hebel. Das da, also das da, falls du das gerade siehst oder falls die Zuschauer das gerade sehen. Ich bin über diese da reingegangen, über diese Dinger, die da abstehen. Ja, das ist doch, hier gibt es gar keinen vernünftigen Eingang. Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren es damals so 2-Meter-Männer, die hier drin waren. Nee. Ja, nicht. Die halten es doch hier gar nicht aus. Toll. Hier steht tatsächlich was dran. Was? Eine englische Beschriftung? Flashlight? Kopfhörer? Headphones hätte man da auch schreiben können. Trotzdem, Leute, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Oh, dieses Teil hier, das ist voll blöd. So wie ich mir letztens den Kopf gestoßen habe, so hat sich jetzt gerade die Kamera gestoßen. Ich hoffe, es hat nicht das Objektiv erwischt und ihr seht mich noch deutlich und klar.
habe ich mich hier ins Gras gesetzt, um auf die anderen zu warten, die noch da hinten bei dem Panzer was aufnehmen. Und hier ist so ein Tümpel. Und jetzt lief gerade so eine Frau vorbei mit ihrem Hund und sie sagt so, du musst nicht das Wasser trinken. Nee, du sollst das Wasser nicht trinken. Das ist dreckiges Wasser. Es gibt doch zu Hause sauberes Wasser. Das ist doch dreckiges Wasser. Das schmeckt doch nicht. Ja, das schmeckt besser, weiß ich doch. Ja, nee, aber ich möchte das nicht, dass du das trinkst. Wir haben doch zu Hause sauberes Wasser. Das hat mich so erinnert an die Geschichte, die Stefan Raab dazu erzählt hat, zu seinem Hit Wadde Hadde Dude da. Da habe er nämlich auch eine Frau, die mit ihrem Hund im Park in Köln spazieren gegangen ist, belauscht oder hat gehört, was die gesagt hat. Die hat zu ihrem Hund immer gesagt, Wadde Hadde Dude da? Der hatte irgendwas in der Schnauze und die Frau immer, Wadde Hadde Dude da? Und da ist ihm die Idee gekommen, da einen Song zu schreiben. Und hier wird geblockt. Richtig. Hallo? Ich bin echt auf dein Video gespannt. Was machst du da so lange? Ich bin gespannt. Ja, also auf ein paar Monaten oder im nächsten Jahr vielleicht. Ja. Wenn es noch YouTube gibt. Ne? Also, ja. Scheiße, jetzt habe ich den Panzer berührt. Und es steht hier am Ausgang dran. Man sieht es erst, wenn man rauskommt von dem Gelände. Wie bescheuert ist denn das? Ja, wenn man reinkommt, steht es nämlich nicht dran. Ja, Leute, zeig mich doch an. Ach, da haben wir ja so einen Kandidaten übrigens, ne? Der tummelt sich dann auf Lost Place YouTube-Kanälen und hat nichts Besseres zu tun, als herauszufinden, wer die Eigentümer sind, denen das Gelände gehört, um dann zu fragen, ob sie nicht die YouTuber anzeigen wollen. Ja, wenn man keine anderen Hobbys hat, ne? Echt. Für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie es sich direkt an der Autobahn lebt, das werden wir heute Nacht erfahren. Nämlich hier. Ja. Das hier ist direkt... Direkt an der Autobahn. Wir sind einfach nur eine Autobahnraststätte und da ist unser Hotel. Ach Gott. Oh je. Yeah. So, wir sind jetzt in Belgien angekommen, yeah. In einem sehr minimalistischen Zimmer hier im Hotel. Wir haben jetzt im Hotelzimmer gerade, während wir auf die Dämmerung gewartet haben, mal überlegt, wie wir das mit der Urlaubskasse machen, dass wir die Finanzen ausgleichen. Und jetzt haben wir beide ja betriebswirtschaftliches Vorwissen. Mhm. Und ich habe mir eine Buchhaltungssoftware runtergeladen. GnuCash heißt die, so eine freie Software, falls sie jemand kennt. Und jetzt habe ich gedacht, ich kriege da irgendwie einen Kontenplan sinnvoll hin, um die Urlaubskasse zu führen. Ja. Aber irgendwie sind wir, die Bedienung von der Software, die war eine Katastrophe und man hat das Vorzeichen nicht verstanden, das sie an manchen Stellen angegeben hat und so. Jetzt haben wir einfach beschlossen, wir machen eine gute alte Open-Office-Tabelle, ja, aka Excel-Tabelle, nur halt nicht mit Excel, und haben uns alles überlegt, wie wir das machen. Ja, schade, da wollte ich jetzt mal das Wissen aus dem BWL-Studium anwenden und es ist, ja, da sieht man mal wieder... Lernst du nur Scheiß. Also. Ja, es ist irgendwie nicht ganz so praxistauglich, was man da lernt. Jetzt müssen wir uns wieder Gedanken machen, wie wir das Wissen in der Praxis anwenden. Jetzt kommen wir zu unserem Urbex-Wissen und das sagt mir, schaue nicht in das Licht einer Kamera und laufe auf dem Nachtlos-Place rum, ansonsten wirst du nämlich von der Kamera geblendet und siehst gar nicht, in welche Löcher du fällst. Mhm. Darum seht ihr mich jetzt eher... Hinter der Kamera, also von gar hin. Nicht. Von genau, hin. Nee, gar nicht. So. Aber den Lost Place zeigen wir euch jetzt noch ein bisschen. Wir werden hier schon erwartet. Man hat uns extra offen gelassen. Da hat man jetzt zunächst einmal das Empfangsgebäude und im Hintergrund habt ihr vielleicht gesehen. Und auch Gebäude. Ah ja. Wir sind im Lost Place. Das ist nämlich das Erkennungsmerkmal eines Lost Place. Ja, ich finde es immer nicht so cool, wenn man über die Kunst drüber taggt. Eine ehemalige Militärkaserne soll das hier sein. Und ich habe mal beschlossen, das Mikrofon umzudrehen, sodass ich jetzt von hinten in das Mikrofon spreche, was natürlich viel mehr Sinn macht beim Kommentieren, weil das bei euch dann nicht so dumpf ankommt. Ach nee, jetzt sprichst du ja von vorn, du musst auch von hinten sprechen. Also ein Gewerbepark hat, wenn er mir gerade recherchiert soll, aus diesem Gelände werden. Also werden wir nicht mehr viele Gelegenheiten haben, es uns anzugucken, richtig? Ja, das ist vor einem Jahr, seit einem Jahr ungefähr ist das so ein bisschen in Arbeit und in Planung. Das könnte schon so ein Zellentrakt gewesen sein. Hier ist ein Gitter. Das sind Zellentüren, ja. Auf jeden Fall ist das belgisches Militärgelände. Belgisches Militärgelände? Wir sind jetzt aber wieder zurück in Deutschland. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Interessant ist, dass es entweder keine Zuwegung zu den Gebäuden gab, oder dass die jetzt völlig zugewuchert ist. Die Frage ist, was soll das?
Don't dead open inside. Ja, ja. Insider. Aber ich verstehe nicht, warum sie das hier so komisch verrammelt haben. Aber hier wollte sich wahrscheinlich jemand verschanzen oder so. So ein bisschen provisorische Plastikfenster hier mit Bauschaum reingesetzt. Die liegen jetzt teilweise hier auf dem Boden. Ja, ich stehe nicht auf dem Boden, ich stehe auf dem Boden. Ja, also ich weiß nicht, es sieht so aus, als hätte hier jemand gewohnt. Katzeklo, Katzeklo, ja, das macht die Katze froh, macht die Katze froh. Das sieht auch wieder nach Zellenfenstern aus. Das ist auch wieder von unserem Katzenfan hier von nebenan. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Eine Katze will immer zu fressen, eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe ihr was und sie gibt mir nichts dafür. Oder wie war das? Sie frisst es auf. Die Katzenlady gewohnt, oder? Ja, die Katzenlady von den Simpsons. Hm. Irgendwann ausgezogen. Ja, der kommt aus der reingelaufen. Ist. Aber wer kommt denn jetzt auf diese Idee, jetzt hier auf einem Place, der bekannt ist wie sonst was, sowas hier zu errichten? Weiß ich nicht, aber er hat sich ja so ein bisschen verbarrikadiert hier drin. Deswegen nämlich auch, wir haben es vorhin von der anderen Seite gesehen, der hat ja den Durchgang hier blockiert, damit man nicht von allen Seiten zu ihm hin kann. Scheiße, das hat er auch gehabt. Okay, da gab es vielleicht mal Boden. Ja, da hat er sich hier eine Tür gebaut. Und nebendran ist schon das Dach eingestürzt. Das nimmt ja kein Ende. Hier in der Halle nebenan liegen auch ganz viele Kratzbaumstämme. Keine Ahnung, wie heißt das? Wir haben Vollmond. Wenn ich Simon nicht hätte mit seiner Leuchte, hey, ich würde hier gar nichts mehr sehen. Meine Kamera sieht nämlich schon lange nichts mehr. Ich bin schon etwas gruselig gerade hier. Wenn man Licht hat, eigentlich nicht. Ich bin schon irgendwie also allein. Ja, alleine fühlt sich das nochmal ganz anders an auf dem Lost Place. Darf ich vorstellen, Professor Penis. Da vorne ist schon ein Tor, da ist das Gelände zu Ende auf der Seite. Ja, das ist aber schon ziemlich zerrockt, dieses Heizhaus. Da kann man jetzt nur noch über Trümmer klettern. Schaut mal, an den Pressemitteilungen ist was dran, ne? Hier gehen schon die Bauarbeiten los. Da hinten steht ein Bagger. Ich frage mich, was die hier gemacht haben in diesen riesigen Hallen. Da hinten ist zum Beispiel ganz am Ende eine Grube drin, aber da würde man jetzt auch nur ein, zwei Autos reparieren und der Rest der Halle ist damit nicht erklärt. So, Simon ist heute total gelangweilt. Ja, weil es so langweilig ist, es ist alles gleich, alles leer und das kenne ich von anderen Orten bereits schon alles. Für Benjamin ist es die erste große Kaserne dieser Art. Die ist nicht leer, die ist alles voller Graffiti. Alles bunt. Ja, das aber stimmt. Das ist ja, ist ja nicht natürlich, das ist ja eher von Menschen gemacht und das interessiert mich nicht so wirklich. Ja, gut, ja. Die Kaserne ist auch von Menschen gemacht. Ja, aber schon, aber ich meine, das ist jetzt nachträglich nach der Schließung. Ja, genau. Also, wenn man in Berlin-Brandenburg Airbags gemacht hat, dann hat man schon so viele Kasernen gesehen, dass einem das nicht mehr vom Hocker reißt. Nee, ja. Gar nicht hier. Das stimmt. Also, man kann zumindest nicht sagen, dass die Häuser alle gleich sind. Sie sind leer, aber das hier ist riesig. Von der Fläche her, aber von der Höhe her gar nicht. Hier, die Natur bricht ein. Schau mal. Aha. Vielleicht war das ein Speisesaal und hier war dann irgendwo die Küche oder so. Das könnte doch eine Küche gewesen sein. Schaut mal, hier gibt es so Abluft. Also das ist ja ganz schön verwinkelt hier. Das war nicht nur ein großer Raum. Nebendran war halt diese Küche. Jetzt liegt hier vor uns eine Fledermaus. Ich glaube, ihr habt es gerade nicht gesehen. Und hier gibt es Durchgänge zu anderen Gebäuden. Und ich hatte das Mikro wieder umgedreht. Deswegen hatte ich jetzt gerade wieder von hinten reingesprochen. Das klingt aber nicht so nice. Hier steht doch was an der Wand. Irgendwas mit Cuisine, oder?
Leute, das ist eine interessante Akustik jetzt. Hier ist wenig Echo in dieser Ecke. Man fühlt sich, als wenn man draußen wäre. Das ist nämlich tatsächlich so, dass der Mensch, wenn er ein Echo hört, davon ausgeht, dass er in geschlossenen Räumen ist. Und wenn er wenig Echo oder kein Echo hört, dass er draußen ist. Und wenn der akustische Eindruck nicht zu dem optischen passt, dann kann einen das durcheinander bringen. Im Brain. Man könnte meinen, Benjamin bringt jetzt noch ein Kind mit. Aber nein, der ist einfach mit zwei Lampen unterwegs und wirkt dadurch wie zwei Menschen. Ja, Simon ist K.O., deswegen machen wir jetzt Schluss an der Stelle. Und vergesst nicht, es ist bald wieder Freitag 15 Uhr. Und da kommt ein ganz reguläres Video bei mir auf dem Kanal. Da seht ihr noch den letzten Teil mit der Tour mit Punker Lady. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das. Das ist ein etwas anderes Video, weil wir uns ein Lost Place angucken, der nicht ganz so Lost Place-ig ist wie sonst. Es ist nämlich einfach eine alte Burg und was davon übrig ist und ein Herr, der in tiefem Bayerisch was dazu erzählt. Viel Spaß dann damit und wir sehen uns morgen schon wieder zum nächsten Urbex Tour Vlog, wenn es mit der Internetanbindung gut läuft. Bis dann!